Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch das Betriebssystem Proxmox mal durchgehen. Einige von euch, die wissen, was Proxmox ist und was es alles kann. Für diejenigen, die dann noch ganz neu sind, kurz erklärt, Proxmox ist also ein Betriebssystem, wo man virtuelle Maschinen erstellen kann. Das bedeutet, man hat einen Hauptrechner und da installiert man jetzt dann von Grund auf Proxmox neu. Und in diesem System Proxmox, da klicke ich mal hier drauf, da kann man, so wie man hier sieht, da steht zum Beispiel Deb Linux, CentOS Linux, Arch Linux, das sind immer einzelne virtuelle Maschinen, außer die da unten, die natürlich nicht, aber die da oben zumindest. Das sind einzelne virtuelle Maschinen. Bedeutet, man kann sich einen Server jetzt zusammenbauen und dann installiert man Proxmox drauf und dann kann man auf diesem Server immer wieder neue Maschinen erstellen. Zum Beispiel eine Windows-Maschine, dann nochmal eine Windows-Maschine, dann ein Linux-System wie Ubuntu Server, dann vielleicht ein NAS-System, Betriebssystem kann man auch machen. Was kommt noch dazu? Man könnte da Festplatten hinzustellen. Man kann dementsprechend auch dann Benutzer dafür geben. Man kann es im Netzwerk freigeben. Also die Möglichkeiten, die Proxmox mit sich bringt, ist gigantisch. Das ist eine sehr große Auswahl an Möglichkeiten, die es uns bringt. Ja, man sieht jetzt hier ein bisschen unübersichtlich so. Ja, man weiß jetzt gerade nicht, was ich hier mache, aber ist nicht so tragisch. Das ist gar nicht so schlimm. Wir gehen das alles Stück für Stück durch. Das sehen wir dann, wenn wir das mal installiert haben. Hier stehen Preise auf der rechten Seite. Und da jetzt bitte nicht in Panik geraten. Die Preise hier, die sind nicht für das Betriebssystem. Das Betriebssystem Proxmox ist vollständig kostenlos. Also das ist kostenlos, da zahlt ihr gar nichts. Ihr könnt auch Proxmox so oft ihr wollt runterladen, auf so viele Maschinen installieren, wie ihr wollt. Und es ist komplett kostenlos. Das hier, diese Preise sind eigentlich nur dafür, für die Subskription. Bedeutet, ja, bedeutet was? Gute Frage. Habe ich nie gehabt. Wegen Support, die ganzen Support-Geschichten da, was man dafür braucht. Wenn man jetzt sagt, okay, man hat einen Server, der firmenseitig benutzt wird und da braucht man immer technische Unterstützung, dann ist natürlich so etwas gar nicht mal so schlecht. Aber wir machen das hier für den privaten Bereich, daher ist es für uns relativ uninteressant. Ganz kurz noch dazu, auf der rechten Seite sieht man Systemanforderungen. Da gehen wir mal rein. Hier oben steht empfohlene Hardware. Okay, was brauchen wir denn da? Wir brauchen Arbeitsspeicher mindestens 2 GB. Arbeitsspeicher für SEPT. SEPT ist eine ganz schöne Geschichte. Das gehen wir mal miteinander bei einem nächsten Video durch. Aber SEPT ist was sehr, sehr Schönes. Egal, das gehen wir mal weiter. Schneller, redundantere Storage, SSD-Disk empfohlen. Man kann ja Proxmox auch auf einem normalen Rechner installieren. Wenn ihr jetzt einen normalen Computer habt, der, sage ich mal, älter ist, ihr habt da jetzt noch so 2 SSD-Festplatten mit einmal 500 GB, das andere Ding ist, ja, sagen wir mal, 1 TB. Und dann kann man das auch machen. Man kann das auch dort installieren. Ja, das geht auch. Die Virtualisierung von Proxmox ist so gegeben, man braucht natürlich CPUs mit mehreren Prozessorkernen. Bedeutet, man sollte jetzt da nicht mit dem ganz alten Prozessor ankommen. Also die iQOO 3-Serie aufwärts würde ich jetzt empfehlen. Alles, was darunter ist, ist ein bisschen, ja, hapig. Das ist das System, leiert dann hinterher. Gehen wir aber auch noch mal durch, das ist gar kein Problem. Im Grunde genommen, hier steht zwar irgendwas mit RAID und dies und das, und das braucht ihr alles gar nicht beachten. Das gehen wir alles Stück für Stück noch mal durch. Wichtig ist für uns das hier, die Minimum Hardware. Steht zwar jetzt für Testzwecke, aber das ist auch relativ wurscht. Mindestens 1 GB RAM, eine Festplatte, eine Netzwerkkarte, klar, so. Und ein Intel VT, AMD VT, also V-fähige, das bedeutet, dass euer Prozessor, den ihr dann verbaut habt, der muss natürlich das unterstützen.
der muss natürlich die Virtualisierung unterstützen. Für diejenigen, die das nicht wissen, was das ist nämlich so, wenn man jetzt einen Prozessor hat, der mehr Kerne hat, klar, dann hat man die Möglichkeit, bevor das System sich startet, geht man ins BIOS rein. Und im BIOS ist eine Einstellung für die, sage ich mal, Virtualisierung. Da steht, je nachdem, welches BIOS es ist oder welches Board es ist, es steht natürlich immer, es ist ganz verschieden dort. Manchmal steht drauf Hyper-V oder Virtualisierung zulassen oder je nachdem. Aber wenn ihr da Fragen habt, einfach mir in die Kommentare schreiben, dann schaue ich mir das natürlich gerne an. Okay, dann machen wir mal weiter. Was benötigen wir dafür? Oh, gut, viel brauchen wir da jetzt nicht. Wir gehen hier auf Downloads. Ne? Dann hier oben Virtual Environment. Ja, ISO Images. Ja. Und den Proxmox Installer. Ne? Den tun wir mal runterladen. So, wenn wir den runter. Ich habe ihn jetzt schon zwischenzeitlich mal runtergeladen. Und der ist jetzt bei uns gespeichert. Wie gesagt, kostenlos, gar kein Problem. Was ihr noch benötigt, ist ein USB-Stick. Der sollte relativ groß sein, sage ich mal. 8 GB ist in Ordnung, reicht. Und das würde uns auch reichen komplett. Dann brauchen wir noch einmal von Balena das Programm Etcher. Etcher ist ein Programm, wo man Betriebssysteme auf einen USB-Stick drauf flasht und aus diesem USB-Stick eine bootfähige Datei macht. Man kann dann booten damit. Etcher benutzt man sehr oft für Linux-Systeme, weil Proxmox ist auf der Basis eines Linux-Systems. Da gehen wir auch später noch mal kurz ein. Wenn wir das gemacht haben, installieren, downloaden, installieren natürlich. So, dann, ich habe das schon mal vorbereitet. Da sieht man das. Ist ganz simpel, übersichtlich, ja, nicht sehr groß aufwendig. Flash vom File. Dann habe ich hier Proxmox. So, Select Target. Dann mein USB-Stick. Select. Und auf Flash klicken. Ja, der hat mich jetzt mal gewarnt, ob ich da alles löschen soll. Ja, kannst du gerne machen. So, das dauert jetzt eine Weile. Das wird natürlich ein bisschen länger dauern. Man sieht schon, wie es rattert. Gut, wenn es fertig ist, melde ich mich wieder bei euch. Okay, wie man sieht, sind wir jetzt fertig. Steht da drauf, Flash Complete. Gut, das war es eigentlich auch schon soweit. So, das können wir schließen. Dann gehen wir mal auf meinen Server. Ich habe jetzt einen älteren Dell-Server jetzt für mich, für diesen Zweck mal entwendet. Was heißt entwendet? Ja, ich habe das Ding noch im Lager stehen haben. Und zwar ist es ein Modell PowerEdge T320. Man kann, ich könnte es ja auch mal, ich kann auch mal ein paar Fotos einstellen später, dann könnt ihr mal sehen, wie so ein Ding ausschaut. Das Schöne an Serversystemen ist allgemein, bei Dell zumindest, Dell hat im System eigentlich eine separate Netzwerkzugangsbuchse. Und da kann man einfach das Netzwerk anschließen. Und ich habe durch mein Netzwerksystem, durch meinen Router, habe ich eine IP-Adresse zugewiesen bekommen gehabt. Und damit kann ich direkt auf das Interface meines Servers zugreifen. Sowas ist bei privaten Rechnern fast unmöglich, sage ich mal, weil Serversysteme ja dafür gedacht sind. Das bedeutet, mein Server, der ist zwar aktuell an, aber es ist kein Betriebssystem. Das System hier, das ID-Rack, also es ist halt die Abkürzung dafür, ID-Rack 7, ist halt einfach wie nicht das BIOS, sondern eigentlich so eine Benutzeroberfläche, damit man die Einstellungen machen kann. So, was haben wir denn als Speicher? Schauen wir uns mal an. Physische Festplatten. Ich habe drei Festplatten drinnen. Man sieht auch, die sind online. Steckplatz Nummer 0, 1, 2. Und die haben jeweils 1 Terabyte. Werden hier mit 931 GB dargestellt. Das sind SAS-Festplatten. Der Unterschied zwischen SAS-Festplatten und SATA-Festplatten sind eigentlich, SAS ist der Industriestandard. Das werden in Serversystemen immer verwendet oder meistens verwendet, weil SAS eine sehr lange Laufzeit hat oder Lebensdauer hat.
Die sind sehr robust und die laufen permanent, sind immer an. Und denen kann halt sehr schnell nichts passieren, weil der Ausfall von irgendwelchen Festplatten relativ selten bei SAS ist. Noch dazu, ich habe hier, jetzt schaue ich mal in der Controller, ob man das sieht. Ja, tatsächlich, man sieht das. Ich habe jetzt hier auch einen Festplattencontroller drin. Das ist ein RAID-Controller. Hier sagt er sogar zum Beispiel, in welchem Slot er bei mir steckt im Server. Das ist ein Perk H701P. Ich kann, wie viele Festplatten? Vier, acht Festplatten hier anschließen bei dem System. Also das ist machbar. Allerdings habe ich jetzt nur drei Festplatten gehabt bei mir, deswegen machen wir das mal mit denen. Ja, beim Serversystem ist es ein bisschen anders, auch bei dem Controller hier. Man muss die Festplatten in einem bestimmten BIOS-System erstmal dem Server bekannt geben. Man muss die auch separat dann auflisten. Also man muss halt virtuelle Festplatten erstellen. Also es gibt zwar physische Festplatten drinnen. Und ich habe jede physische Festplatte so eingestellt, dass ich daraus eine virtuelle Festplatte hatte. Auf RAID 0. Wenn ich weiß, was RAID 0 oder RAID 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter ist, das kann man mal nachlesen. Ist für unseren Zweck jetzt eigentlich hier total, naja, Nebensache, brauchen wir eigentlich nicht. Was haben wir hier noch? Die Hardware, klar, Speicher. Was habe ich denn an Speicher eigentlich verbaut? Oh, 32 GB habe ich drin. Und das sollte reichen. Mein Server kann maximal 192 GB nehmen. Ich habe jetzt 32 GB drin verbaut. Das ist noch DDR3, sehe ich gerade. Ja, ist ein alter Server. Nur dazu mal gucken, wie alt der Server eigentlich ist. Ob ich das hier rauslesen kann. Schau ich mal. Schau ich mal. Ja, steht nirgendwo drauf. Details. Mal gucken. Name, ja, IP-Adressen. Naja, gut. Nicht so tragisch, nicht so tragisch. Leistung, thermisch. Ja, auch uninteressant für uns. Fehlerbehebung, brauche ich gar nicht. Hostbetriebssystem ist noch nichts hinterlegt, weil wir ja kein Betriebssystem drauf haben. Gehen wir weiter. Na, halt, wir machen da rein. Bei Dell ist es so, also ich, für mich persönlich habe ich immer Dell gerne, weil ich habe alle möglichen Systeme aus Dell und Dell ist einfach für mich benutzerfreundlich, sage ich mal, weil Dell einfach die Möglichkeit hat, leichter auf den Server zuzugreifen. Klar, HP oder Fujitsu haben das auch, aber ich habe jahrelang mit Dell gearbeitet und Dell ist einfach in der Hinsicht meines Erachtens sehr übersichtlich und auch sehr komfortabel. Man sieht hier oben eine virtuelle Konsole. Ja, das ist halt so, man kann hier jetzt auf dieses System, wenn man keinen Monitor hat, braucht man eigentlich auch gar nicht bei Servern, kann man hier rein. Ich habe das schon mal hergeholt. Da sieht man, mach's mal ein bisschen größer. Der versucht zu booten, allerdings ist ja gar kein Boot-System drinnen. Wir haben hier gar nichts, was booten kann, weil die Festplatten leer sind und das System auch leer ist. Mit F11 gehen wir mal ins BIOS. Dann schauen wir mal rein. So, und dann schauen wir normal. DVD-ROM, nein, Hard Drives. Man sieht hier auch beim Serversystem ist es so, er tut ja nicht direkt eine Festplatte ansteuern, sondern das ganze Perk, also den ganzen Controller. Weil ja alle Einstellungen, die beim Server sind, für die Festplatten, das Booten und was auch immer, das wird alles über den Controller erstellt. SD-Card, das brauchen wir nicht, da haben wir es schon. Also wir haben den USB-Stick mit unserem Proxmox ja im System. Und da starten wir dann mal. Willkommen, ja, Dankeschön. So, da haben wir schon. Install Proxmox. Okay, dann können wir anfangen. Der ladet jetzt. Und dann wird er diverse Einstellungen natürlich von uns wollen oder Informationen. Je nachdem, wie euer System ist, wie schnell ist es oder wie, sage ich mal, wie neu es ist, wird es natürlich einen Zeitaufwand haben. Ich bin mir ziemlich sicher, der Server von mir ist 2016 oder so gekauft, gebaut. Ja, also ziemlich alt. Naja,
Gehen wir weiter. Ja, natürlich akzeptieren wir das, natürlich. So, Target hat es gut. Wo will das hin installieren? Ich habe hier mehrere Festplatten hier angegeben. Ist eigentlich relativ wurscht. Aber das ist jetzt für diejenigen, die einen Controller bei sich im System haben. Man sieht hier auch SDA, SDB, SDC. Es ist immer die Reihenfolge der Festplatten. Man nimmt immer die erste. Ne, empfehlenswert. Dann Next. Jawohl. Country. Was haben wir denn? Germany. Okay. Timezone, Keywörter, ja. Dann Next. Passwort. Was nehmen wir denn? Ja, was Interessantes. Confirm. Okay. E-Mail. Braucht man nicht. Machen wir Next. Toll. Jetzt will das doch. Schreiben wir einfach Contact. Weiß ich noch nicht. Punkt. Komm. Ja, next. Okay. Netzwerk. ID-Rack. Ether. Nein, wir brauchen eigentlich hier das hier. Ich habe hier, also ID-Rack, das ist jetzt hier der Zugang zu meinem Server selber. Da würde ich jetzt nichts draufsetzen. Und dann habe ich noch zwei Netzwerkausgänge oder Eingänge für meinen Server. Das ist halt der Vorteil, wenn man einen Server hat, also einen richtigen Server hat. Man hat da natürlich mehrere, sage ich mal, Netzwerkzugänge. Nehmen wir den ersten. Hostname, das belassen wir so. Gateway, ja, jetzt müssen wir hier den DNS-Server ändern. Das ist nämlich nicht korrekt. Mein DNS-Server ist anders. Dun, 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 dun. Die IP-Adresse müssen wir natürlich auch ändern. Das ist auch nicht korrekt. Jetzt vergeben wir dem eine IP-Adresse. Jetzt muss ich mal überlegen. Das müssen wir auch hier ändern. Das stimmt auch nicht. Dun, dun, dun. Das stimmt auch nicht. Ups, das habe ich doppelt geschrieben. Machen wir einfach mal, ja, 99. Oder machen wir 90. Sonst vergesse ich das wieder. Dann belassen wir Gateway. Belassen wir auch. So, please confirm. Ja, installieren. Okay, das war es eigentlich auch schon. Und zwar warten wir jetzt drauf, bis das natürlich hier alles mal installiert wird. Der wird den Rest eigentlich fast vollautomatisch erledigen. Dauert jetzt eine Zeit und wenn es soweit fertig ist, melde ich mich nochmal. So, nach erfolgreicher Installation sehen wir hier schon, ja, die Eingabe dafür, dass wir das alles eigentlich ganz gut installiert haben. Nach dem Installieren wird euer Server oder Rechner noch ein, zweimal neu booten, um die Einstellungen komplett zu übernehmen. Aber im Grunde genommen ist eigentlich alles soweit vorbereitet. Hier haben wir auch schon die IP-Adresse, die wir jetzt vergeben hatten, mit dem, na, Port, wo wir reinschalten können. Hier auf dieser Benutzeroberfläche hier müssen wir jetzt eigentlich gar nichts mehr machen. Wir gehen einfach jetzt mal in den Browser und schreiben rein https://jawohl, 72 halt, dann, 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 dann. Stimmt nicht, meine eigene IP-Adresse nicht. 92. Und dann gehen wir auf den Port, so, halt, nicht 80, 90. Ja, genau, da. Da haben wir es schon. Jetzt geben wir den Benutzer. Benutzer ist immer root zuallererst. Man kann nachher natürlich mehrere Benutzer dann anlegen. Allerdings der erste Benutzer, der dieses System immer nimmt, ist root. Und dann gehen wir mit dem Passwort, das wir vergeben hatten. Realm, ja, belassen wir. Language machen wir natürlich in German, dass wir auch was verstehen. Hui, hat er weg. Mal eingeben.
Ergebnisse speichern, ja, anmelden. Machen wir weg. Keine gültige Suppression. Das hier ist jetzt nicht so tragisch. Das ist jetzt relativ wurscht. Das ist jetzt unwichtig. Das wird er jetzt ab und zu mal euch sagen, ja, euch fehlt das hier, aber zum Betreiben des Systems ist das ja eigentlich komplett irrelevant. Okay. So, da sieht man schon, wir haben jetzt die ganze Oberfläche hier vor uns. Und hier auf der rechten Seite, PVE, das ist der Rechner, also der Server in dem Sinne, einmal drauf, auf die Übersicht. Und da können wir jetzt mal komplett alles sehen. Wir sehen hier die CPU-Auslastung. Ich habe hier 8 CPUs, also virtuelle CPUs. In Wirklichkeit habe ich nämlich ein Intel Xeon, wie es hier ausschaut. Ich habe sogar ein älteres Modell auf einem Socket. Das 8-mal. Kernel-Version, man erkennt, hier ist auch Linux. Also Proxmox basiert ja auf Linux. Das dazu. Dann Arbeitsspeicher. Netzwerkauslastung. Ja, das war es eigentlich auch schon. Hier wird sofort lokal PE, lokal LV. Das sind jetzt nämlich, das ist die Hauptfestplatte. Das ist einmal hier das Betriebssystem selber. Und hier haben wir von 1 Terabyte noch das hier übrig. Proxmox ist eigentlich jetzt soweit installiert. Und wir haben auch die IP-Adresse. Das bedeutet, man kann das jetzt hier so abspeichern als Lesezeichen. Das machen wir auch mal gleich hier. Lesezeichen-Symbolleiste. Ja, speichere ich mal ab. Dann habe ich es hier oben gleich mal drin. Wir werden dann jetzt auch in Zukunft ein paar mehr Videos machen bezüglich Proxmox, wie alles hier funktioniert, wie man hier alles einstellen kann. Und dann gehen wir auch darauf ein, wie man virtuelle Maschinen erstellen kann. Das ist auch sehr wichtig, auch sehr spannend. Dann gehen wir hier natürlich die ganzen Einstellungen mal miteinander durch, bezüglich, das hier brauchen wir jetzt in dem Sinne nicht, bezüglich des SAP-Systems, den Disks, also den Festplatten drinnen, wie man die einstellt, wie man die hinzufügt, das gehen wir auch alles durch. Aber im Grunde genommen haben wir unser Proxmox eigentlich jetzt installiert. Ne? Hier oben steht drauf Rechenzentrum. Das ist so, wenn man möchte und man hat im gleichen Netzwerk, jetzt sage ich mal einen weiteren Rechner, einen PC, einen Server, auf dem man Proxmox installiert, dann kann man diese zwei Proxmox miteinander verbinden. Ja, das geht. Also das heißt dann im Endeffekt, man erstellt ein Cluster. Ein Cluster ist, wenn mehrere Rechner, Server, PCs miteinander verbunden sind und sich Aufgaben teilen. Für den privaten Gebrauch benutzt man eigentlich gar keinen Cluster oder fast gar keinen Cluster. Die neuen Rechner, die heute auf dem Markt sind, sind von der Leistung her so stark, dass man gar kein Cluster braucht. Außer man möchte natürlich einen Supercomputer bauen und dementsprechend auch solche Aufgaben diesem Supercomputer zuweisen. Dann kann man sich ein Cluster zusammensetzen. Allerdings muss ich dazu sagen, ein Cluster herzurichten ist gar nicht so einfach. Es gibt verschiedene Cluster. Es gibt da Cluster, die Rechenleistung teilen. Es gibt Cluster, die Speicherplatz teilen. Ein Speichercluster ist zum Beispiel, wenn man sehr große Speichermengen braucht. Also das heißt 500 Terabyte, 1 Petabyte oder 1 Exabyte. Also das sind dann solche Volumen, die gigantisch groß sind. Ganz große Firmen benötigen das eigentlich nur wie Amazon oder je nachdem. Zum Beispiel auch YouTube hat auch ein riesen Rechenzentrum, wo alle Videos ja auch gespeichert werden. Ne? Und die haben auch Cluster. Liegt auch daran, dass keine Videos verloren gehen sollen. Aber ist ein anderes Thema, können auch gerne mal ein Cluster zusammen aufsetzen und mal schauen, wie das funktioniert. Wenn ihr das möchtet, kann man machen, gar kein Problem. Ich organisiere einfach ein, zwei Rechner mehr und dann bauen wir mal ein Cluster zusammen, können wir auch machen. Fazit zum Proxmox, es läuft, es ist installiert und Proxmox ist auch so gegeben, es startet automatisch. Das heißt, sobald ihr euren Server, euren Rechner anmacht, dann läuft es, dann bootet es automatisch nach oben. Ihr müsst jetzt den USB-Stick nicht mehr im System haben, den könnt ihr einfach abziehen und das System ist eigentlich hier mit bei. Das war's mit Installation von Proxmox. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.
Falls Fragen auftauchen, einfach in die Kommentare reinschreiben. Ich bemühe mich, die schnellstens zu beantworten. Und wenn Wünsche sind, gerne äußern, dann können wir auch dementsprechend welche Videos machen. Vielen Dank euch und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Schönen Abend euch.